deine Rolle ist Saisonstart. Wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Kader? Und was denkst du, wie viele neue Spieler sollen noch kommen? Was ist mit Koch? Also ich hole mal ein bisschen weiter. Erstmal herzlichen Dank, dass so viele gekommen sind, trotz dem, dass so schönes Badewetter ist. Mit ausholen meine ich jetzt auch, dass wir mal anfangen im Mai, wo wir leider Gottes den Abstieg verkraften mussten, wo viele Depressionen verfallen sind, wo wir uns schütteln mussten und dann ganz einfach auch überlegt haben, wie richten wir uns neu aus. Und wenn ich jetzt sehe, dieses Zeitfenster, der Robert Schirmer hat berechtigterweise gesagt, ich war jetzt bis vor 4 Tagen im Tunnel drin, ja, voll unterwegs, voll konzentriert, um mir eine Mannschaft hinzustellen, die auch für den Neuanfang letztendlich steht. Ich glaube, dass wir insgesamt ganz zufrieden sein können mit den Jungs, die wir hier haben, die Atmosphäre passt, die Leistungen im Vorbereitungsspiel. Muss man differenziert werden, waren richtig gute Geschichten dabei. In unserem Trainingslager dann auch ein paar Ermüdungserscheinungen, was ganz normal ist. Aber wie es der Trainer richtig gesagt hat, sind natürlich die Punktspiele hier der Maßstab. Und ja, zu der zweiten Frage, was ist noch in Aussicht? Natürlich sind wir bemüht, wir gucken uns um auf den Transfermarkt und werden sicherlich auf jeden Fall noch 2 Spieler verpflichten. Es ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Wir haben jetzt 9 Spieler geholt, Trainer, Co-Trainer, Fitnesstrainer, eigentlich im Schnelldurchlauf. Fast alles neu. Im Schnelldurchlauf und jetzt tut man sich schwer. Man merkt, dass die Mannschaft atmosphärisch funktioniert, dass dort ein Zusammenhalt entsteht. Und da will man natürlich jetzt nicht noch einen faulen Apfel irgendwo dazu tun, der ganz einfach hier nicht reinpasst. Und insofern werden wir sehr klug abwägen, aber wir werden noch 2 Transfers durchführen. Und ich glaube, dass wir am Wochenende schon einen bekannt geben können. Also nicht bloß jemand holen, wenn man sagt, man hat was getan. Also es muss dann schon passen. Zu unserem Weg passen, ganz einfach. Ja, wir haben gesagt, wir stehen für eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Wir sehen uns als Ausbildungsverein. Das schließt nicht aus, dass wir hier noch eine Menge Freunde miteinander haben wollen und Spiele gewinnen wollen, ist vollkommen klar. Aber ich glaube gerade das Thema eigenes Limit als Ziel, Mentalität, da haben wir hier eine ganz gute Truppe beieinander. Von außen betrachtet ist die Mannschaft ja nach kurzer Zeit schon sehr eng zusammengewachsen. Bestätigt jeder, der an der Truppe dran ist. Wie wichtig ist es vorm Start in die dritte Liga, dass die Mannschaft und die Fans auch in schwierigen Situationen, die es bestimmt geben wird, zusammenstehen? Ja, also ich muss ja ganz klar sagen, dass die Fans uns nach dieser Phase der Depression und vielleicht auch ein bisschen Resignation, dass das Feuer wieder entfacht ist, was für Dynamo typisch ist. Bester Beleg dafür, dass wir jetzt glaube ich bei 10.000 Dauerkarten sind, das ist unwahrscheinlich. Das ist ein Vertrauensvorschuss, dem die Mannschaft dann auch gerecht werden muss. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die uns letztes Jahr ein bisschen abgegangen ist, das ganze Jahr als Einheit zu sehen, die Jungs auf dem Feld, die auf den Traversen. Und ich habe bei allen Gesprächen gesagt, es ist kein Problem, hier mal ein Spiel zu verlieren. Unser Publikum ist so sensibel, die spüren, wenn eine Mannschaft alles rausgehauen hat und dann trotzdem verliert, ist es okay. Dann ist es halt so, dass wir gegen den besten Bruder. Aber das muss der Maßstab sein. Genau den gleichen Satz hat der Trainer vor 5 Minuten auch gesagt. Hat er fein auswendig gelernt. Genau, hat er ganz genau. Ralf, morgen ist die Generalprobe gegen den schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow. Ist das Spiel auch der letzte Gradmesser für die Zielstellung in der neuen Saison? Nein, mit Sicherheit nicht das Spiel. Das ist ein guter, sehr guter Test, wo wir uns alle riesig drauf freuen. Überhaupt keine Frage. Die Jungs haben sich zusammengehockt am Mittwoch, das Thema Zielsetzung diskutiert miteinander. Dort wird es die nächsten Tage auch ein Statement geben von den Jungs. Und ansonsten sollte man das Spiel jetzt nicht überbewerten. Für uns ist es ein guter Test. Abschließend Bestandsaufnahme, aber richtig zählt in einer Woche. Dankeschön, Ralf Ringe.